der Wiener Innenstadtpraxis von Dr. Jörg Knabel wartet die 35-jährige Jacqueline auf ein Beratungsgespräch. Die fünffache Mutter hat eine tragische Vergangenheit hinter sich. Nach einer Zwillingsschwangerschaft leidet sie an einer hängenden Brust und einem schlaffen Bauch. Ihr Aussehen ist für Jacqueline zu einem psychischen Problem geworden und deshalb möchte sie sich auch nicht nackt vor ihrem Ehemann zeigen. Hallo, grüß Gott. Grüß Gott. Ich habe eine Freundin mitgebracht. Grüß Gott, Freundin, ja bitte. Bitte, nehmen Sie da Platz. Bitte, kommen Sie hier hin. Zettel, wir haben es schon ausgefüllt. Frau Mesarosch, was kann ich Ihnen tun? Ich habe zwei gravierende Probleme für mich. Ich habe 40 Kilo abgenommen in den letzten eineinhalb Jahren. Okay. Und jetzt hängt mein Bauch ein bisschen schwabbelig da herum. Okay. Und der Busen ebenso. Wichtiger ist mir im Moment einmal mein Bauch. Okay. Weil ein Schwimmbad traue ich mich nicht mehr. Und ausziehen von meinem Mann wage ich mich auch nicht mehr. Und das ist für mich ein großes Problem. Ich muss auch dazu sagen, ich habe 5 Kinder. Okay. Meine letzte Schwangerschaft war eine Zwillingsschwangerschaft. Wie alt sind Sie jetzt? 36 werde ich halt. Das ist eine tolle Leistung. 5 Kinder, das ist Wahnsinn. Kinder braucht die Welt. Okay. Das heißt, sind Sie jetzt schon am Ziel Ihres Abnehmens angelangt? Ja, oder also ist ich denke, es reicht. Okay. Also, dass ich nicht mehr ausschaue wie 16 und wie ein Twiggy herumrennen kann, das ist mir vollkommen klar. Okay. Aber ich denke, es ist okay, so wie es jetzt ist. Wie haben Sie das abgenommen? Was für eine Zeit? Ich hatte voriges Jahr Krebs. Ah, was haben Sie da gehabt? Gebärmutterkrebs. Die Gebärmutter wurde entfernt und danach sind die Kilos dann eigentlich von selbst gepurzelt. Und dann habe ich da gleich weitergemacht. Mhm. Ist es so, dass sozusagen diese schweren Operationen? Ob das so ist, weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Bei mir war es halt so. Und das ist über einen Schnitt am Bauch auch gemacht worden? Ja, wo der Kaiserschnitt auch war, der ist gleich wieder aufgemacht worden. Und da sind Sie jetzt noch in Behandlung irgendwie? Nein, oder ist da irgendeine Nachbehandlung gemacht worden? Wurde also entfernt und war geheilt. Das heißt, es sind Lymphknoten oder sowas, ist nicht entfernt worden oder war auch nicht befallen? Ich muss alle 3 Monate bin ich zu einem Ultraschall gegangen und Blutuntersuchung und das ist alles erledigt. Ich habe schon schwierigere Zeiten hinter mir. Das sind eigentlich Kleinigkeiten. Das ist nicht so schlimm. Haben Sie schon Krankheiten gehabt? Krankheiten nicht, aber wie gesagt, ich habe 5 Kinder. Meine ersten 3 Kinder sind von meinem ersten Mann, der 2002 ganz überraschend verstorben ist. Neben mir im Bett ein Herz-Kreislauf-Infarkt, ohne dass ich was gemerkt habe. Und da hat man dann schon ein dickes Fell. Und habe dann meinen zweiten Mann kennengelernt und habe dann halt noch Zwillinge bekommen mit meinem zweiten Mann. Ja, also ich muss sagen, mit sowas wird man sehr selten konfrontiert. Und ich habe selber in der Verwandtschaft einmal was Ähnliches gehabt. Das, also wenn man das einmal live mitkriegt, was sich da abspielt, also das relativiert alles andere im Leben. Und ich meine, alleine 5 Kinder zu versorgen, ist ja schon eine große Aufgabe. Aber wenn du dann selber krank bist, der Mann stirbt, ja, das ist einfach, also das ist einfach unüberbietbar. Ja. Das ist so eine Belastung wahrscheinlich für einen Menschen. Bewundernswert. Also ich muss sagen, bewundere jeden, der sowas irgendwie auf die Reihe kriegt. Okay, gut. Ja, also, ist das so überschüssig, ist die Haut da, gell? Okay, gut. Lasst sich gut machen. Ja? Das heißt, klassische Bauchdeckenstraffung. Wir nehmen hier einen Teil von dieser überschüssigen Haut weg. Nabel wird versetzt und das da oben, was da jetzt so ein bisschen zu viel ist, das breiten wir aus und dadurch wird der Bauch flacher. Bisschen anspannen einmal die Bauchmuskulatur. Irgendwie Hinweis auf irgendeinen Bruch am Bauch haben Sie nie gehabt. Wenn es auch nichts jetzt wirklich zu spüren. Endentscheidung, was wir da drin bei der Muskulatur machen, machen wir bei der OP. Aber das ist auf alle Fälle klar. Ja? Also klassische Bauchdeckenstraffung. Schnitt ist in der Unterbauchfalte und über die Details unterhalten wir uns dann extra noch. Ja? Okay. Okay, super. Danke. Danke. Herr Doktor, ist das schwierig mit so Krebsbehandlungen, was Sie gesagt haben, muss man schauen? Nein, also jetzt, rein technisch ist das jetzt nicht schwierig. Ja, das ist eine standardisierte Operation, aber es ist doch ein Eingriff, der 1,5 Stunden dauert und man muss halt da schon schauen,
Patienten sind nachher ein bisschen beeinträchtigt, sind noch nicht so mobil in den ersten Tagen. Und es ist ja immer wichtig, ich meine, dass man erfährt von den Spezialisten zum Beispiel da, ist jetzt das wirklich ausbehandelt? Ist da noch irgendwas vorgesehen? Wie sehen die diese weitere Entwicklung? Also das ist schon ganz wichtig. Und überhaupt, wenn jemand OPs hinter sich hatte, die nicht so ganz ohne waren, dass man da mit den Ärzten vielleicht Kontakt aufnimmt, die da mehr wissen und Detailinformationen haben. Also das ist sicherlich ein Faktor, den man berücksichtigen muss. Ja, aber sonst, ich meine jetzt rein vom kosmetisch-chirurgischen her, gibt es sicherlich gut. Also da haben sie gute Voraussetzungen. Ja. Dann kann ich im Sommer schwimmen gehen, ins Schwimmbad mit meinen Kindern. Ja, das wird, also mit dem Bauch, das wird sicherlich nett. Super, ja. Freue ich mich schon. Okay.